Edgar. Für Vorrunde da. Wir freuen uns sehr, dass wir professionelle Schiedsrichter haben, damit, ich glaube, wir brauchen es gar nicht, weil natürlich keine strittigen Entscheidungen kommen. Sind da auch da? Platz 3, Platz 4. So, hallo, wir sind also heute im Willi-Sack-Stadion und haben jemanden von der AOK vor der Kamera. Vielleicht können Sie kurz mal für unsere Zuschauer vorstellen. Mein Name ist Frank Dünisch, ich bin der Direktor der AOK-Direktion in Schweinfurt. Hallo. Was wird denn heute, was findet hier heute statt? Eine kleine Mini-Weltmeisterschaft, soviel ich weiß. Und Sie können mir bestimmt noch mehr dazu erzählen. Ja, es ist die kleine Mini-Europameisterschaft. Die Europameisterschaft beginnt ja am Freitag. Und die Idee war, die Europameisterschaft vorzuspielen mit Jugendlichen, also mit U11-Spielern. Und die Spieler, die Mannschaften vertreten genau eine Nation, wie sie auch bei der Europameisterschaft vertreten ist. Und die Mannschaften, wer welches Land vertritt, wurden gelost am vergangenen Mittwoch. Wie viele Mannschaften nehmen denn teil? Es nehmen 24 Mannschaften teil, wie bei der Fußball-Europameisterschaft auch. Und jeder wollte natürlich Deutschland werden. Und das Losglück fiel für Deutschland auf den Jugendverein von Hammelburg. Ja, jeder gewinnt, der heute mit dabei ist. Und natürlich gibt es auch einen Sieger bei so einem Turnier. Da gibt es einen großen Pokal. Und jede Mannschaft darf die Trikots, die wir zur Verfügung gestellt haben von dem jeweiligen Land, dürfen sie mit nach Hause nehmen. Und jede Mannschaft bekommt auch eine Medaille als Erinnerung, dass sie an dem Turnier mit teilgenommen haben. Es ist dieses Spiel ja nicht nur zum Vergnügen, sondern es dient ja auch einem guten Zweck. Genau. Zum einen ein guten Zweck ist, dass man sich bewegt, der Teamgeist wird gefördert. Das ist ja das, was die AOK Gesundheitskasse eben verkörpert. Und zum anderen haben wir Firmen, die jede Mannschaft unterstützt haben mit einem kleinen Betrag. Diese Beträge werden eingesammelt und kommen der Stiftung Schweinfurt hilft Schweinfurt zugute, die ja hier für Schweinfurt immer bedürftigen Menschen in Notsituationen hilft. Die Finalteams Österreich und England. Überragend, die Jungs haben das ganz, ganz toll gemacht, haben einen sehr guten Fußball gespielt, kein Gegner bekommen und ich denke, wir waren der verdiente Europameister. Aber jetzt sind sie auch fertig, gell? Es reicht. Es ist ein langer Tag und man fiebert wie die Kinder genauso mit und klar, man will das Turnier gewinnen, die Kinder wollen es gewinnen und uns fällt ein großer Stein vom Herzen. Und wie war Ihr Name noch? Frank Ledermann. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir sind ja die U11, das ist unser U10-Jahrgang, also der jüngere Jahrgang. Bei uns sind die Spieler alle 2006er, das heißt ein Jahr jünger wie der Großteil hier auf dem Feld. Dafür, denke ich, haben wir eine richtig gute Leistung gezeigt und im Finale haben wir verdient verloren gegen die beste Mannschaft im Turnier. Wie war Ihr Name, bitte? Ich bin Dominik Groß, ich bin der Kleinfeldkoordinator von Schweinfurt. Super, die beste Mannschaft hat gewonnen, finde ich. Wir haben aber ganz tolle Spiele gesehen, hart umkämpft, zum Teil ganz knapp ausgegangen, aber ich denke, der Konstanteste hat sich durchgesetzt. Es waren die Spieler, die für England gespielt haben. Und das Wetter hat uns zwar kurz unterbrochen, jetzt haben wir es kurz lang zu Ende gebracht und das nächste Gewitter zieht schon wieder auf.